Ja, hallo Leute, dieses Video ist für all diejenigen, die entweder noch gar kein CRM haben, Startup, Unternehmen, Freelancer, Selbstständige, Kleinunternehmer, KMUs etc. oder ein CRM haben, und davon gibt es einige leider, die etwas günstigere meistens, die erstens keine voll integrierte E-Mail-Synchronisierung mit Outlook und Exchange und dergleichen haben. Das heißt, du kannst nicht wirklich voll aus dem E-Mail, aus dem CRM raus, eins zu eins deine E-Mails schreiben und empfangen und so weiter. Und zweitens, für diejenigen von euch, die zwei CRMs haben, da wo man vielleicht ähnliche, ja, BCC oder irgend sowas machen kann mit E-Mails, aber keine Vorlagen. Das gibt es nämlich auch. Ganze Menge von E-Mail, ja, etwas günstigeren CRMs. Es gibt ja eine Myriade von CRMs, und viele davon sind halt etwas, sagen wir mal, in der Steinzeit. Also nicht alles, was günstig ist, ist auch gut. Ja, dann machen wir das hier mal ganz live. Also bei HubSpot möchte ich hier mal ganz kurz live zeigen, wie man da eigentlich wirklich, also wirklich geniale Sachen machen kann. In dem Fall E-Mail-Vorlagen. Es gibt leider sehr wenig deutsche Tutorial oder Videos hierzu auf YouTube, deswegen habe ich mir gedacht, jetzt mache ich doch mal gleich ein Video dazu. Und so möchte ich das hier jetzt quasi live machen. Also es ist aber nicht so, wie du vielleicht denken magst, bei Automatisierung findest du hier jetzt bei diesem Demo-Account hier keine freigeschalteten Sequenzen oder Workflows. Sondern auch nicht bei Sales, alles was unter Sales ist, betreffend das CRM, auch da nicht. Wir wollen ja aus dem CRM heraus E-Mail-Vorlagen nutzen, und sondern Konversationen. Und bei Konversationen, also Conversations auf Englisch, je nachdem, ob du das Englisch oder das Englische oder das Deutsche HubSpot hast, eingestellt in der Sprache, Snippets und Vorlagen, Chatflows, Posteingang. Also zu Chatflows sage ich in späteren Videos nochmal was. Snippets, da habe ich heute auch eine ganze Menge nochmal zusätzlich dazu gelernt, werde ich auch mit euch teilen. Einfach geil. Also Snippets sind letztendlich Vorlagen, aber die du, sagen wir mal, in Notizen verwenden kannst. Snippets, das können sein in kürzerer Form Vorlagen, in kürzerer Form zum Beispiel Anrufbeantworter, habe eine kurze Nachricht hinterlassen. Bitte um einen Rückruf. Snippet, klick, klick. Ja, zeige ich euch in weiteren Videos. Richtig, richtig geil. Also wie oft musst du, ich habe früher auch im alten CRM gearbeitet noch, manche, ja, also tippen dann jedes Mal noch rein, Anrufbeantworter, habe ich Nachricht hinterlassen, und tippen das jedes Mal rein. Ist der Wahnsinn. Jetzt einfach mit einem Klick. Vorlagen. Also Vorlagen hier, das ist sozusagen das Standard, was du hast. Wir machen jetzt mal einen neuen Ordner, mal angenommen, du hast mehrere Kampagnen, Kunden, was auch immer. Dann machen wir hier zum Beispiel jetzt mal einen Ordner für diese Kampagne, Kunde, was auch immer. Und dann kannst du hier eine neue Vorlage machen. Und das Geile ist, du kannst jetzt einfach hier eine Vorlage schreiben, so wie es dir eben gerade passt. Das Geile ist aber Vorlage aus der Bibliothek. Und das ist schon richtig cool. Also, Follow-up-E-Mails, erste E-Mails, Kontaktaufnahme. Follow-up-E-Mails, hier hast du halt sozusagen die ganzen Standards drin. Eine Follow-up-E-Mail mit echtem Follow-up, Konversation fortsetzen, Dialog eröffnen. Also das sind aus, ich weiß nicht wie viel, Hunderttausenden von E-Mails, Vorlagen und so weiter, schon die besten E-Mail-Vorlagen, die, sagen wir mal, also 10.000-fach geprüft und alles Mögliche. Die sind hier nicht einfach so willkürlich drinnen. Ja, das möchte ich dann jetzt nochmal hier betonen. Und so gesehen richtig, richtig geil. Also die Konversation, was wollen wir jetzt hier für eine Vorlage? Wir wollen eigentlich nur irgendwie Neujahrswünsche machen. Mal schauen, ob das hier auch drin ist. Einen Schluss machen, E-Mail mit einer. Nutze diese Vorlage, wenn ein potenzieller Kunde mehrere Follow-up-Versuche ignoriert hat. Einige Mal versucht sie im Hinblick auf Verbesserungsvorschläge für zu erreichen, jedoch nichts von ihnen gehört. Daraus ließen sich aus meiner Perspektive folgende Schlüsse ziehen. Sie brauchen keine, sie bitten, dass sie wissen. Okay,
Also das ist schon quasi, ich will endlich eine Entscheidung. Sagen Sie mir doch endlich, dass Sie keinen Bedarf haben, dann kann ich sie sozusagen abhaken. Das ist auch eine richtig gute E-Mail-Vorlage, was ich auch in vielen Kampagnen und so weiter immer wieder sehe, ist, dass viele haben viel zu viele offene Leads. Ne? Also sie haben weder eine Zusage, weder noch eine Absage. Manchmal ist es besser, eine Absage irgendwie nochmal einzuholen, damit du weißt, womit du wirklich weißt, woran du bist. Ja? Also eine Absage ist besser wie gar keine Sage. Ja? Eine Zusage ist natürlich noch besser, ist klar, aber du willst ja Klarheit, um dich dann letztendlich auf deine potenziellen Interessenten mit echtem Potenzial eben konzentrieren zu können. Denn der Tag hat nur 24 Stunden und du willst sozusagen einfach eine saubere, so sauber wie es irgendwie geht, Potenziallisten eben haben. Ja, ja super, klar. Es wird jetzt hier auch nochmal alles durcharbeiten, was die hier geben und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, dein Thomas Klein. Ciao, ciao.